Kunst und mehr. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die uns hier in Warnemünde, die damit irgendwie zu tun haben, sehr, sehr am Herzen liegt. Musik, Kunst und mehr, das ist eine Veranstaltungsreihe, die auf Kunstwerke im öffentlichen Raum hier in Warnemünde hinweisen möchte, indem sie diese in besonderer Weise in den Fokus des öffentlichen Interesses rückt. Musiker und Schauspieler beleben jene Orte durch ihre Auftritte in unmittelbarer Nähe von solchen künstlerischen Gestaltungen wie dem Stefan-Janssen-Denkmal am Leuchtturm, der Skulptur Liebespaar auf der Promenade, der Skulptur Roter Pfeil zwischen den beiden historischen Pfarrhäusern, um nur einige zu nennen. Aber auch Bau- und Verkehrsdenkmäler wie die drehbare Bahnhofsbrücke, eine besondere Attraktion von Warnemünde, der Leuchtturm, der Kurhausgarten sowie die Bücherbüchse, bei der alle Leseinteressierten sich mal eben kostenlos ein Buch rausnehmen können, werden künstlerisch umworben und so einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht. Und hier noch eine Besonderheit. Ja, so viel Zeit muss sein. Das ist auch eine gewisse Würdigung. Denn die Musiker spielen Songs und die Schauspieler sprechen Texte, die direkt zum jeweiligen Kunstwerk verfasst worden sind und durch diesen inhaltlichen Zusammenhang besondere Wirkung erzielen wollen. Und das tun sie auch. Im Kurhausgarten wurde regelmäßig eine abendfüllende Show mit dem Titel »Die alten Filme« aufgeführt, die unter anderem daran erinnert, dass hier in den 70er und 80er Jahren ein Freilichtkino seine Besucher regelmäßig gut unterhalten hat und vom Publikum dankbar angenommen wurde, was sich durch Besucherzahlen deutlich belegen lässt. Soweit vielleicht unser kleiner Warnemünde-Ausflug. Wir hören jetzt gleich einen Song, passend zu diesem Thema. Die alten Filme. Vor einem hohen Zaun. Schau den Backen traurig zu, sie begraben meinen Traum. Mein altes Kino steht nicht mehr, ein seltsames Gefühl. Das ganze Haus versinkt im Schutt, es war mein Traumasyl. Ich möchte die alten Filme nochmal sehen. Zu Jailhouse Rock, Blues Brothers und mit dir zu Tommy gehen. Möchte Captain Kirk mal treffen im Weltraum. Und Marshall King, 12 Uhr mittags zum Showdown. Ich sitz im alten Kinostuhl, er hat Asyl bei mir zu Haus. Ein Stück vom Bühnenvorhang zog ich aus dem Schuttberg raus. Mein altes Kino ist jetzt hier, mein Traum kehrt nun zurück. Mit den alten Filmen lebt die Illusion vom Glück. Ich möchte die alten Filme nochmal sehen. Zu Jailhouse Rock, Blues Brothers.
was und mit dir zu Tommy gehen. Möcht Captain Kirk mal treffen im Weltraum. Und Marshall Kane, 12 Uhr mittags zum Showdown. Die tollen Filme oft gesehen, Rock of Age und Shine a Light, Walk the Line und Purple Rain, Dirty Dancing und The Hard Day's Night. Ich möchte die alten Filme nochmal sehen, zu Gin House Rock Blues Brothers und mit dir zu Tommy gehen. Möcht Captain Kirk mal treffen im Weltraum. Und Marshall Kane, 12 Uhr mittags zum Showdown. Rede zur Einweihung des Roten Pfeiles. Mein Lef waren Männer, dat bärzte tau i ist. Gaut auch, dat et just nicht plattert. Ich meine, Regen hatten wir heute schon genug, nicht? Meine Grüße auch an alle Urlauber und Gäste des Ortes, die sich heute hier mit uns allen an diesem Platz eingefunden haben, um mit uns gemeinsam dieses Kunstwerk hier in das Auge des öffentlichen Interesses zu rücken. Kunst im öffentlichen Raum. Die einen findet gaut, dat uns Warnemünde sich öffnen deit. Und die anderen, dat hev ich auch schon hört, die sagen, dat ist doch kein Kunst, das ist doch bloß ein Pfeil und dennoch ein roter. Die dafür zuständige Jury, in der neben mir auch ein weiterer Warnemünder vertreten war, hat es sich nicht leicht gemacht bei der Endauswahl eines Kunstwerkes für genau diesen Platz hier. Und wer glaubt, so gar nicht mit unserer Entscheidung leben zu können, dem sei ein Satz unseres klugen Geheimrats Johann Wolfgang Goethes ans Herz gelegt: Es recht zu tun für jedermann ist eine Kunst, die niemand kann. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt auch schon einen Liedtext des Warnemünder Schriftstellers Michael Terpitz. Wegen seiner Nähe zur Begründung unserer Urteilsfindung möchte ich den Refrain dieses Liedes zitieren. Pfeile kennen viele Ziele, Pfeile leben mit der Zeit. Sie weisen in die Zukunft und deuten die Vergangenheit. Pfeile sind Symbole für Mut, Sehnsucht und Kraft. Und sie stehen für Liebe und Hoffnung, für Leid und Leidenschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Pfeil hier ist ein Wegweiser, sozusagen der Fingerzeig in das Innere unseres schönen Ortes, der mit seiner Kirche, dem Kirchenplatz, der Restaurantlandschaft, der Mühlenstraße und seinem Zentrum insgesamt weitaus mehr zu bieten hat als der sicher unvergleichliche, aber leider oft überbelebte alte Strom und der Leuchtturm mit seiner einzigartigen Umgebung. Der Pfeil also als Signal für den Ausgangspunkt des etwas anderen Eingangs von Warnemünde, der so von vielen bisher noch nicht bevorzugt worden ist. Der Pfeil als Aufforderung, weiter in das Ortsinnere vorzudringen
und dieses für sich zu entdecken. Der Pfeil als Treffpunkt für Gäste und Kreuzfahrttouristen aus aller Welt, die hier vor diesem wunderschönen Ensemble der beiden Pastorenhäuser und eben unter diesem Pfeil stehend die Gelegenheit für ein schönes Foto nutzen, das von Warnemünde aus seinen Weg in die Welt findet, dass die Menschen an das Erlebnis Warnemünde erinnert und andere neugierig werden lässt und dadurch zurückkehrt. Meine Damen und Herren, liebe Urlauber, es gibt unendlich viele Gründe zu treffen sich hier und jetzt am Pfeil von Warnemünde. Den Begrüßungsapplaus für Olaf Hoberland, an den ich jetzt symbolisch den Stab übergebe. Sitz auf einer Bank an einem Tag im Mai. Die Bank steht unterm roten Pfeil nahe der alten Vogtei. Eine Frau bleibt stehen, fragt, ob ich helfen kann. Ein Foto mit dem Sohn und dem Pfeil für ihren Mann. Denn der ist weit fort, in einem fremden Land. Zieht dort als Soldat, so wie einst durch Stein und Sand. Der rote Pfeil der Hoffnung hat meine Welt berührt. Im Ozean der Träume hat er meine Angst gespürt. Pfeile kennen keine Ziele, Pfeile leben in der Zeit, weisen nach vorne in die Zukunft und zurück in die Vergangenheit. Pfeile sind Symbole für Mut, Hoffnung und Kraft. Stehen für die Liebe, Sehnsucht, Leid und Leidenschaft. Hier am roten Pfeil seh ich sie Jahr für Jahr. Sitzt auf dieser Bank und weiß, ihr Mann ist da. Menschen eilen vorüber, mancher bleibt kurz stehen. Hat er den roten Pfeil in der Sonne blitzen sehen? Ein Moment der Stille, ein Schnappschuss vom Besuch. Ein alter Mann setzt sich zu mir und liest in einem Buch. Dann sagt er mehr so zu sich selbst: Es gibt unendlich Gründe, sich zu treffen, hier und jetzt, am Pfeil von Warnemünde. Pfeile kennen keine Ziele, Pfeile leben in der Zeit, weisen nach vorne in die Zukunft und zurück in die Vergangenheit. Pfeile sind Symbole für Mut, Hoffnung und Kraft. Stehen für die Liebe, Sehnsucht, Leid und Leidenschaft. Ja, die Geschichte des Songs, die wir gemacht haben zu dem sogenannten Roten Pfeil, ist eigentlich gar keine lustige Geschichte. Die Idee entstand dadurch, dass dieses Kunstwerk, das eigentlich heißt Hier und Jetzt, Where the Magic Happened, von zwei Münchner Künstlerinnen entworfen, hat in Warnemünde großes Aufsehen erregen, viel Widerspruch erzeugt bei den in Anführungsstrichen selbsternannten Kunstexperten, und uns beide hat das mächtig geärgert, dass da teilweise sehr despektierliche Äußerungen kamen. Und dann haben wir uns beide überlegt, daraus einen Song zu machen, einen Text, der das
die Idee dieses Kunstwerkes sozusagen aufnimmt und vielleicht sogar ein Stück weiterführt, die Emotionen. Und dann haben wir uns beide zusammengesetzt, haben das gemacht und erzähl mal ein bisschen was. Ja, es ging ja allgemein der Spruch um, ist das nun Kunst oder kann das weg? Aber hier haben die Menschen entschieden, wenn man dort vorbeigeht, sieht man immer wieder Leute, die sich dort fotografieren, die dort ausruhen. Ja, und das eben die den Moment genießen. Und das haben wir auch in diesem Song ausgedrückt, dass man ganz einfach mal jetzt den Moment genießt, dass man jetzt hier sitzt, nicht nach vorne denkt, nicht nach hinten denkt. Und das haben wir auch live vorgetragen dort. Und das heißt, also ich alleine, ich habe es live vorgetragen am Roten Pfeil. Und ich denke mal, das Publikum hat es auch verstanden, was wir gemeint haben. Ja, am Anfang war eine richtig große Skepsis, haben wir gemerkt, als wir es gemacht haben. Da standen sie da, ich habe schon gedacht, na, fangen sie an zu pfeifen. Nein, sie haben den Song gehört und es wurde richtig wohlwollend mit Beifall aufgenommen, auch von denen, die vielleicht sogar am Anfang noch strikt dagegen waren. Wir haben einfach versucht, eine Geschichte zu erzählen und haben es gemacht, wie Songwriter zu tun. Und es kam gut an und ist eigentlich jetzt Standard bei Musikkunst und mehr wird jedes Mal, wenn die Veranstaltung ist, aufgeführt. Wir haben ja auch normalerweise eben immer viele Kreuzfahrtschiffe hier und man sieht eben viele ausländische Gäste, Asiaten ganz besonders. Das ist einfach ein Muss, dass man ein Foto vor dem Pfeil macht. Also es wird vom Publikum angenommen. Egal, ob da nur die Kunstkritiker rumnörgeln, der Mensch hat hier das letzte Wort. Hier und jetzt, where the magic happened. Als kleiner Junge schon war Stefan Jansen oft am Strand, sah sehnsuchtsvoll auf die See hinaus, von der Weite des Meeres gebannt. Die Schulzeit grad beendet, verließ er den Heimatort, bis hinter den Horizont zog ihn sein Fernweh fort. 1863, an einem Frühlingstag, lag vor Amerikas Küste eine stolze Rostocker Bark. Mit einem Fernrohr an Deck, den Blick bewegt, zum Ufer gewandt, sah Kapitän Jansen staunend die weißen Pferde am Strand. Sie stürmten aus den Wäldern, in den tiefen Dünensand, galoppierten auf und ab und hinein in manch Wellenwand. Dann sah er die Notsignale leuchten am Himmelszelt. Ein Klipper hatte eine Brigg gerammt vor der Küste zur neuen Welt. Matrosen schrien um Hilfe, manch einer ging über Bord. Stefan Jansen zögerte nicht und eilte zum Unglücksort. Er rettete 14 Männer vor dem Tod mit eigener Hand. Einer sang zum Dank ihm das Lied von den weißen Pferden am Strand. Wenn es dunkel wird und der Nebel schwebt, wo Angst die Zuversicht aufhebt, wo kein Boot mehr findet einen Steg, und kein Lichtstrahl sucht nach einem Weg, wo die See aufhört und die Brandung stöhnt, wo der Sturmwind jedes Gebet verhöhnt, wo die Hoffnung stirbt im Glockenklang. Da gehen wir unseren Weg entlang. Wo die große Flut das Gesetz aufhebt, wo die
die Hoffnung stirbt im Glockenklang. Da gehen wir unseren Weg entlang. Heult und die Brandung stöhnt, wo der Sturmwind jedes Gebet verhüllt, wo die Hoffnung stillt im Glockenklang, da gehen wir unseren Weg entlang. Eine Erfolgsgeschichte, wie man sie eigentlich nicht erfinden kann, die sich einfach so ergeben hat. Und wir werden 2021 dann schon 10 Jahre Ringelnatzrock feiern. Und angefangen hat das Ganze damit, dass wir im Ringelnatz ein kleines Konzert gegeben haben und die Resonanz dermaßen groß war, dass wir ein zweites Konzert aufgerufen haben und dann festgestellt haben, wir kriegen die Leute gar nicht alle unter, die da sich dafür interessieren. Und daraus entstand dann die Idee, das Ganze ein bisschen auszuweiten, haben es dann in den Saal nach hinten verlegt und machen dort seitdem hauptsächlich die Konzerte mit ein paar kleineren Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen hinten im Saal. Und zum Ringelnatz Rock gehören verschiedene Dinge. Es sind wunderschöne Reihen entstanden, wie zum Beispiel Club der Toten Sänger, wo unsere einheimischen Künstler wie Christian Schäck-Hensel, Olaf van Sander, Olaf Hoberland und Johannes Pisto, Marie-Louise Bönig und einige andere dann ihren Beitrag leisten, wo sie ihren Idolen huldigen, wo wir immer zwei gegensätzliche Typen eigentlich darstellen, konzertmäßig. Und das wird eigentlich sehr, sehr gut angenommen. Was immer gut funktioniert, sind wirklich die Konzerte mit den einheimischen Künstlern, auch die anderen Projekte, die wir auf dieser Schiene gemacht haben, wie Sound of Warnemünde, wo die Musiker ihre eigenen neuesten Songs vorgestellt haben, ist genauso ein Highlight wie die vielen Konzerte, die wir auch mit ausländischen Künstlern hatten oder Einheimischen, wie Peter Schmidt, wie Brendan Murphy, wie Kieran Goss, Falkenberg, Ulla Meinecke und viele, viele andere mehr. Ich kann sie hier gar nicht alle aufzählen. Und alle haben immer wieder das Bedürfnis, zurückzukommen, weil es eine ganz besondere Club-Atmosphäre ist im Ringelnatz und es immer wieder unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ein besonderes Highlight war im Jahre 2019, dass wir kurzfristig ein Bachkonzert mit aufgenommen haben, was eigentlich gar nicht vorgesehen war. Help! I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never
crying, I changed my mind, I opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life is changing oh so many ways.
Es begann mit 20 Leuten ungefähr und zum Schluss waren so 400, ungefähr 500 vielleicht, weil unten der Platz war urplötzlich voll. Und der Kommentar hinterher war, das sollten wir öfters machen, aber wir haben gesagt, das ist eine einmalige Geschichte, weil sowas kann man nicht einfach so wiederholen. Sagen Hallo vom berühmtesten Konzerttag Mecklenburg-Vorpommerns. So, was die Beatles spontan hinbekommen haben, das haben wir auch hinbekommen. Und zwar die Beatles haben ja auf dem Dach der Abbey Road Studios gespielt und wir auf dem Dach, auf diesem Dach der Bad Penny Studios. Thank you.
See. We are sailing to the west. We are sailing to the north. We are sailing to the King of Peace. I find my love on the yellow banks, on the banks behind the sea. I find my love in a mystic wood, where the viper tells the tale. We are setting the course, we're singing a song, we're singing a song of the sea. Don't you ever get lonely.
song. Don't you ever get lonesome on a lonely road. Don't you ever get lonesome. Don't you ever get lonesome on a 30-day tour. Don't you ever get lonesome. And you get never at all on a 30-day tour. Keep me burning for your love.
Like a hurricane.